Einen wunderschönen guten Abend, beziehungsweise morgen, Mittag, zweites Frühstück. Herzlich willkommen zurück bei Ender Lilies Folge 2. Und wir haben hier uns schon ein ganz schönes Konglomerat an Begleitern zusammengestellt. Und ich bin mir sicher, es werden nur noch mehr werden. Was liegt hier? Etwas zum Lesen. Aha, die weiße Lektüre, Kapitel 2. Da warten wir doch alle sehnsüchtig drauf. Noch mehr als auf das neue Buch Game of Thrones. Die Soldaten des Landes stellten sich den Unruhen entgegen, doch wie oft die Gegner auch fielen, sie standen immer wieder auf und ließen sich nicht töten. Eine Frau mit blondem Haar und weißem Gewand beschützte das Land. Ihre Gebete läuterten die Unruhen, sodass sie reglos stehen blieben. Die Menschen verehrten diese Frau und nannten sie Weißpriesterin. Okay, das war dann ja quasi Geburtsstunde der ersten Weißpriesterin. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das hier noch alles entwickelt. Oh Gott, nein, das war so nicht geplant. Ich wollte doch durch ihn durchdashen. Okay, wir haben jetzt auch fliegende Gegner. Oh je, Mini. Bleiben Sie stehen. Oh, sehr schön. Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Genau. Ja, Professional Gameplay. For you. Okay, das ist wieder so ein Kollege da. Ein Problem für uns. Ein Zuckerschlecken, so nennt man das auch. Das kommt mir sehr gelegen. Und dann wollen wir nochmal weitergehen. Wir sind ja auch wirklich noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Sieht aus, als ob dies einst ein Dorf war. Oha, hier wird wild gefuchtelt. Es läuft besinnliche Musik. Ich bin aber doch noch im Kämpfen. Zum falschen Zeitpunkt umgedreht, Kollege. Ach, verdammt. Ja, aber da müssen wir, glaube ich, gar nicht hoch. Ja, mit den Level-Ups, ne? Das müssen wir noch irgendwie... Oh Gott! Hundi! Da muss auch noch ein Bogenschütze. Kommen wir da hoch? Nicht so richtig, ne? Aber ja, was wollte ich eigentlich sagen? Level. Da müssen wir noch gucken, wie das abläuft. Bin mir aber sicher... Da wird sich noch ein Tutorial-Text zu finden. Oh, heieiei. Meine kleine Heilung. Es ist schon... Die Musik, die gerade läuft, hat schon sehr... Diesen Anime-Vibe. Ich mag sowas ja sehr gerne. Oh Gott, habt ihr gesehen, wie krass wir da durchgedasht sind? Ein bisschen habe ich... ich überlege gerade, wie das Anime heißt. Irgendwas schwebt mir da gerade zu im Kopf rum. Ich bin mir nicht sicher. Ich möchte irgendwie Demon Slayer sagen, aber ich glaube, Demon Slayer hat nicht so traurig klingende Musik. Also es hat auch traurige Momente, aber ich glaube so ruhig traurig eher selten. Okay, warte mal. Da können wir doch jetzt wunderbar Ihmchen hier benutzen. Na, ist ja wieder für gemacht, der Kollege. So. Oh, ich fahr hier ohne Probleme. Oh, da bekommen wir Kram. Ich weiß noch nicht, was für Kram, aber wir bekommen Kram. Okay, wildes Gefuchtel, alles klar. Aua! Ich bin ein kleines Mädchen, du darfst mich nicht verprügeln. Super uncool. Die fangen immer ein kleines bisschen zu früh an. Oh, schon viel besser. Oh, warte, was ist da oben? Wie komme ich denn da? Keine Ahnung. Da wird sich bestimmt noch irgendwas für finden lassen, aber jetzt gerade wüsste ich nicht, wie ich da hochkommen soll. Das immer noch so witzig, wie sie sich einfach... Das ist so ein richtiger Bauchplatscher, den sie da macht. Aua. Bitte lassen Sie das. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Warte mal, können wir hier unten durch? Ah, ihr war da, aber Moment mal. Sekunde, wo geht's denn hier hoch? Ja, na gut. Hab nichts gesagt. Ist eigentlich Fallschaden. Moment, das müssen wir mal testen. Offensichtlich nicht.
Fallschaden mögen wir nicht. Ah ja, okay. War mir ganz kurz nicht sicher, wie ich da hochkommen soll. Hallo? Aufmachen! Drogenfahndung! Oh, da unten würden wir auch nochmal eine Heilnummer bekommen. Warte mal, für. Vielleicht kommen wir hier oben rum. Sie haben ein Rahmenproblem auf Ihrem Dach. Ist Ihnen das bewusst? Aber keine Sorge. Oh Gott, Sie haben ein ganz anderes Problem auf Ihrem Dach. Was ist das? Ich nehme alles zurück. Das ist ja super easy. Ah! Ich nehme zurück, dass ich da alles zurücknehme. Jetzt kommt wieder der Bauchklatscher. Komm, mach schon. Okay. Und weg. Alter. So, aber das waren Wonneproppen. Natürlich lasse ich mich nochmal treffen. Wir wissen auch noch gar nicht, was passiert, wenn wir sterben, ne? Oder? Sind wir in der letzten Folge mal gestorben? Ich glaube nicht. Warte mal, können wir ihn da drauf werfen? Können wir machen, bringt aber nichts. Na gut. Mal dieses softe Genuschelgesinge da von ihr. Ah, Hilfe! Ich hätte mich nicht über die Sängerin lustig. So, die Frage ist ja, ich laufe jetzt so. Moment mal, alles ist zerronnen im Regen. Mhm. Unreines Sediment. 10-mal. Die Reste des aus geläuterten Unrein extrahierten. Moment, bitte was? Die Reste der aus geläuterten Unrein extrahierten Unreinheit. Sie strahlen in einem schwachen Licht. An einem Ruheort werden damit Fähigkeiten versteckt. Stimmt. Ja, da unten links, da haben wir es nämlich. Unreines Sediment. Hatten wir schon mal gelesen. Okay, gut zu wissen. Wir kommen dem Level up oder zumindest dem grindigen Aufleveln von Fähigkeiten immer näher. Hier gerade runtergefallen. Ich glaube, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ah, oh Gott, schon wieder so ein Wonneproppen. Komm mal her. Och, Klatscher. Oh, da liegt Fett hier auf dem Rücken. Gar kein Problem. Ich hoffe hier, wie gesagt, einfach gerade mal. Relativ, da ist eine fette Truhe, die habe ich natürlich gesehen. Kaputte Spieluhr. Eine Spieluhr, die im Kampf kaputt gegangen ist. Sie spielt ja ein altes Wiegenlied. Drin steht mein geliebtes Kind, auf das wir uns in unseren Träumen wiedersehen. Na toll, eine alte Spieluhr. Damit haben wir ja in Little Nightmares 2 so viel gute Erfahrungen gemacht. Du erleidest geringfügig weniger Schaden durch Angriff. Das wird aber ausgerüstet. Die Frage. Oh ne, wir können hier runter. Also es scheint jetzt hier gerade noch relativ linear zu sein. Zumindest fühlt es sich so an. Deswegen, ich hoffe jetzt nicht, dass ich schon irgendwelche essentiellen Teile übersehen habe. Aber ich meine, man sieht ja oben rechts an den Räumen, in denen man hier ist, sieht man ja immer an den Pünktchen, glaube ich, wo es noch. Oh, das war unnötig viel passiert. Wo man potenziell hingehen kann. So lese ich das zumindest. Das heißt aber, dass wir in dem Raum vorher eigentlich noch weiter können. Warte mal, was ist, wenn ich hier runtergehe? Da komme ich ja her. Das heißt, wenn wir jetzt hier durchgehen, dann kommen wir unten links in den Raum. Genau, und hier. Er hat aber noch so einen roten Punkt. Da gibt es noch einen anderen Weg. Ich würde das so lesen, dass ich nach unten irgendwie. Gibt es hier irgendwo noch unten? Oder lese ich das falsch? Ich habe das Gefühl, ihr seht das doch auch, ne? Wovon ich rede. Oben rechts. Man sieht, in welchem Raum wir sind. Und dann ist das mit so Linien verbunden. Links sind wir ja rein in den Raum, in diesen Abschnitt. Ne? Und rechts sind wir raus in den anderen. Und
Da ist aber ja noch ein roter Punkt. Und das verstehe ich als eine Möglichkeit, nach unten im Bildschirm irgendwie noch irgendwo hinzudüsen. Ah, ja, guck mal hier. Aha! So, da haben wir es nämlich. Da ist die Verbindung. Sehr schön. Was haben wir hier? Beschützerin ist unterirdisch. Unterirdisch, schlecht. So, noch mehr unreines Sediment. Das ist gut. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was das macht. Wir sterben, wenn wir jetzt ins Wasser springen, oder? Oh, ne. Oh, wir können schwimmen. Halleluja. Oh, ein Segen. So, aber durch die Tür kommen wir natürlich nicht. Können wir auch hier... Aber okay, aber tauchen kann ich nicht. Na gut, na gut. Aber immerhin haben wir den Bereich hier unten gefunden. Das heißt, wir lesen die Karte auf jeden Fall richtig. Soweit so... Ah, das sieht auch einfach immer schön aus. Ab in den Moshpit. Disrespect your surroundings. Okay, genug gespielt. Jetzt hier mal Schluss, ne? Serious Business. Wir müssen Progress machen. Ja, dann gehen wir halt wieder rüber in den Bildschirm. Können wir denn... Ach ja, das ist ja der, wo wir nach unten gekommen sind. Alles gut. Das heißt aber, dass wir... Oder? Nee, Moment mal. Von dem Bildschirm sind wir noch nicht nach unten gekommen. Das heißt... Dann müssten wir irgendwie... Ah, das wird hier sein mit dem... Ja. Das können wir noch nicht machen. Na gut. Dann müssen wir... Müssen wir da unten lang. Sieht einfach aus, als würde sie stolpern. Oh, look, a penny. Eine Hütte. Lass uns darin rasten. Na gut, wenn du das sagst... dann können wir unsere Fähigkeit aufleveln. Genau, eine deiner Fähigkeiten kann verstärkt werden. Dies ist an Ruheorten möglich. Aber wir möchten auch vor allem einmal die verdammt. So, wollen wir mehr Lebenspunkte oder wollen wir weniger Schaden erleiden? Das ist halt die Frage, ne? Erleiden wir so viel mehr weniger Schaden? Ne, erleiden wir so viel weniger Schaden, dass sich das mehr Leben hier nicht rentiert macht? Fragen über Fragen. Wie viel bekommen wir denn dadurch? Wir haben jetzt 110. 5. 5 HP? Nee. Dann nehmen wir hier die kaputte Spieluhr. Können wir das irgendwie einsehen, wie viel weniger Schaden wir dadurch bekommen? Nicht so richtig, ne? Nun gut. Verstärken. Unreine Seelen können mit Seelenresten verstärkt werden. Jawohl, Schwarze Ritter. Ich muss gerade mal gucken, was ich hier... Ich habe gerade überlegt. Ich blende mal ganz kurz die Kamera aus, damit ihr alles einmal von dem Bildschirm hier seht. Damit ihr wisst, wie das... Was hier alles steht. So, und den Schwarzen Ritter, das ist natürlich meine Hauptfertigkeit. Den will ich aufdüseln. Kostet aber alte Seelenreste. Das ist ja ärgerlich. Das kostet unreines Sediment. Das kostet... Okay, okay. Alte Seelenreste. Tja, wo bekomme ich die? Ja, dann ist aber die Frage, finde ich Sigrid und den Klippendorfjungen, finde ich die so cool? Ach, guck mal, hier sieht man ja sogar, was passiert. Angriff erhöht sich, Abklingzeit wird kürzer. Und hier ist einfach nur der Angriff. Ich nehme das jetzt einfach mal und mache das auch bei dem Boy. Ja. Ja, klingt auch ganz gut, oder? Okay. Dann sieht aus, als ob es tiefer gelegen noch einen anderen Weg gibt. Wollen wir den versuchen? Ja, jetzt mal nur kein Stress, Kollege. Ach, warte mal, hier ist noch was zum Lesen. Was übersehen. Gläubige Notiz. Seit die Unreinen im Endland... Entschuldigung. Seit die Unreinen im Endland erschienen sind, sind viele Glaubensrichtungen, angefangen mit unserer Kirche, des Weges innerhalb kürzester Zeit ausgestorben. Die Menschen sammelten sich auf der Suche nach Hoffnung um die Weißpriesterin, wodurch sich die Weiße Kirche ausbreitete. Ja, du brauchst quasi nur, du brauchst ein weltweites Dilemma und dann sprießen Religionen aus dem Boden und irgendeine wird gewinnen.
Ich würde sowieso sagen, wir lassen einfach mal alle Weltreligionen... Ach, wir können hier rein. Ah. Wir lassen alle Weltreligionen gegeneinander kämpfen und wer dann am Ende gewonnen hat, das ist es dann halt. Das ist so. Da müssen wir da nicht mehr drüber diskutieren. Ach, offensichtlich war das dann göttliche Fügung. Da haben auch alle gleich eine Erklärung für das ganze Thema. Ich habe wirklich alles kassiert, was ich an dem Vogel kassieren kann. Au! Schlimmer sein können. Boah, hier gibt es wieder drei Wege. Puh. Da ist ein Fetti. Haha. Hab ich quasi mit eurem Kollegen erschlagen. Dann räumen wir jetzt hier einfach erstmal auf. Ach, okay, alles klar. Der hat einen Ich setz mich hin, Move. Der gute alte Ich setz mich hin, Move. Tut das dann noch eine Zeit lang weh? Ich habe das Gefühl, ich will mich da nicht reinstellen. Dann machen wir das doch so. Warum habe ich den denn, den kleinen Klippendorf-Jungen? So, und jetzt machen wir noch den Opa hier kaputt. Sehr schön. Das läuft doch wie geschnitten Brot hier. Ich habe noch kurz auf der Steam-Page gelesen, dass es doch auch ganz herausfordernde Kämpfe geben sollen. Jetzt bin ich mir unsicher, ob das jetzt noch so eine tricky Nummer wird wie bei Hollow Knight. Oder ob es eher entspannt bleibt. Alles mal ein Stück. Wichtig. Huch, Moment mal. Wieso bin ich jetzt schon runtergefallen? Ich hab doch nur die Kamera bewegt. So, okay. Der Weg runter, das geht hier nicht. Ah, verdammt. Okay. Ah, hey Jemini. Vorsichtig. Gott, was ist denn hier los? Oh, das war gut, aber nicht gut genug. Hilfe. Eilen. Okay, es ist, ja. Ich verstehe. Es ist mehr los inzwischen. Na gut. Wird es also unbedingt auf die Tour. Ach, Jemini. Ah! Gott. Ist aber wirklich arg viel los. Also, als bei uns die Pandemie war, da war deutlich weniger los auf den Straßen. Ich wollte es ja nur gesagt haben. Oh Gott! Hilfe! Ah! Och, scheiße. Der blöde Pfeil. Ach, das kann man ja nicht. Scheiße, nein! Okay, es ist an manchen Stellen nur ein wenig knifflig. Ich wollte natürlich nur wissen, was passiert, wenn wir sterben. Nichts offensichtlich. Oder? Müssen wir was einsammeln? Guck mal lieber kurz. Nicht, dass da jetzt irgendwas rumliegt, was ich unbedingt haben möchte. Es ist noch ein bisschen... Ich muss noch lernen, in dem Grafikstil zu lesen, auf was ich draufklettern kann und was nicht. Ey, die zum Beispiel nerven mich tierisch. Weil ich mich in der Luft ganz schlecht bewegen kann. Wenn du da einmal mit deinem Manöver angefangen hast. Buchtel du mal rum. Ich wünschte, ich könnte so schnell zuschlagen. Ach, ja stimmt. Die habe ich ganz vergessen. Nehmen wir den auch noch kurz. Da oben müssen wir jetzt nicht nochmal durch. Ich weiß noch nicht genau, was das ist, was ich von den Gegnern da bekomme, die kleinen silbernen Dinger. Ah, perfekt. Easy. Ja, okay. Ah, die blöden Pfeile, Mann. Also, die sind wirklich nervig. Ja, weil dann bist du nämlich hier oben und da will ich ja überhaupt nicht hin. Ich will ja unten bei ihm bleiben. Ich will ihn ja kaputt hauen. Den blöden Arsch. Oh, wer hingehen sollte, der Schuss. Nein.
So, vorsichtig jetzt. So, und wo bin ich gestorben? Da. Ja, Moment, ich muss mich konzentrieren. Hilfe! Oh, ist ja furchtbar. Meine Güte. So, Konzentration. Aber hier war das ja, ne? Okay, das heißt, wir lassen nichts zurück. Gut zu wissen. Big Mann. Ah, mit Bogenschütze. Das ist aber eine fiese Kombi. Das, warte mal. Das finde ich fies. Okay, da kommen wir nicht durch. Was? Ach so. Ah, oh Gott. Um Himmels Willen macht das Schaden. Sein Glibbergelee. Oh Gott. Okay, wir gehen mal zurück und gehen durch das Tor. Der Ritter hat das ja auch eben noch so angesprochen. Wir halten uns mal. Wir gehen da mal ganz streamline-mäßig ran. Machen, was uns die klugen NPCs sagen. Aber meine Güte, dass das so reinrotzt, was der da macht. Was spuckt denn der da aus? So, ach. Ich hab irgendwie. Ach, warte mal, ich bin ja super blöd. Kann mich ja einfach hier kurz hinsetzen. Ja. Fertig. Und da gibt's auch nur einen Weg raus. Das ist doch bedeutend angenehmer, oder? Leben. Hey, Moment mal. Wieso hat denn der Pfeil jetzt noch getroffen? Was sollte das denn? Ich möchte mit dem Manager sprechen. Wenn man irgendwie, wenn man in der Luft da den Kampf macht. Man bleibt halt an Ort und Stelle stehen und dann kommt das nächste Geschoss schon angeflogen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich mach das jetzt einfach damit. Das macht so gut Damage. Oh oh. Okay, er ist schon sehr. Da passt du nicht durch, ne? Na, das ist ja ärgerlich. Jetzt haben wir die Finger von der Schokolade gelassen. Tja. Tja, ja. Aber wenn man, glaube ich, so einmal die Movesets raus hat, das ist jetzt die zweite Folge, dann kann das, glaube ich, echt bocken, das Kampfsystem. Es ist halt ein kleines bisschen, wie würde man das beschreiben? Es hat so ein. Wenn ihr Lost Ark gespielt habt, dann werdet ihr jetzt erstmal denken, was soll denn der Vergleich? Aber in Lost Ark hast du. Was ist hier los? Ich muss erstmal kämpfen. Erstmal kaputt hauen und dann können wir uns um die anderen Probleme kümmern. So, wie kriegen wir jetzt den Kollegen da oben weg? Erstmal flüchten. So. Jetzt sagen wir, gehen hier oben durch. Stark. Das hat richtig gut geklappt. Sehr, sehr gut. Weg mit ihm. So, was ich sagen wollte, wenn ihr Lost Ark gespielt habt, da hast du das auch, dass die Gegner quasi mit jedem Schlag gestaggert werden. Und das sorgt für so ein etwas nicht ruckelig, das ist ja negativ. Aber so ein. Würde man das denn. Was ist denn da das Wort? Was suche ich denn hier? Das endoplasmatische Reticulum ist das Powerhouse der Zelle, ist aber nicht, was wir gerade suchen. Ja, so ein bisschen so ein Stop-Motion-Charakter. Ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Komme ich da oben zu den Viechern? Ich krieg's nicht erklärt. Ich denke jetzt immer noch drüber nach, was es besser erklären könnte. Aber so Stop-Motion-mäßig. Du bleibst halt einfach stehen. Du kannst dich während Animation schlicht bewegen. Gegner bewegen sich nicht. Nicht so fließend. Es ist halt, aber es ist nicht negativ gemeint. Es klingt irgendwie jetzt negativ. Es ist einfach nur eine andere Art, wie das Kampfsystem funktioniert. Man ist, so, jetzt habe ich es, glaube ich, wie ich es beschreiben kann. Man ist
wenn man sich einmal für eine Sache entscheidet, wie zum Beispiel angreifen, dann ist man da sehr festgelegt. Du kannst kein Animation-Canceling betreiben oder so ein Firlefanz oder dich irgendwie mal easy während den Animationen bewegen, sondern das ist so, überleg dir gut, was du in der Situation machen willst, weil du nicht mehr so schnell rauskommst. Das ist, was ich sagen wollte. Moments before disaster. Ah, daneben! Usa. Jetzt gehen wir einfach hier rein. Echt, nee, jetzt. Ist überhaupt nicht mehr. Was? Oh Gott! Warte mal, der Homing Missiles? Was ist denn hier los? Tatsächlich. Das ist ja super frech. Das ist eine absolute. Ich bin empört. Maßlos empört. Oh, komm her. Wobei man mit dem Dodgen tatsächlich ganz gut sich aus so. Aus so Gefahrensituationen bewegen kann. Ich wollte doch noch einmal nach Hause, um meine Frau und Tochter zu sehen. Ja, okay. Der Westhändler. Große Handelsreise. Wollen wir den doch mal läutern. Oh, dann bekommen wir ihn ja auch als Fertigkeit. Die unreine Seele des Westhändlers folgt Lilly. Wenn er einen Gegner sieht, greift er diesen... Das wird ja sowas von ausgerüstet. Der Händler aus dem Westen brachte seltene Waren in das Endland, das er bereiste. Die Freude seiner Kunden war auch seine Freude. Das ist schon mal ein Good Guy. Aber das klingt ja super nice. Dann fliegt er dann die ganze Zeit mit mir rum? Das wäre ja insane. Das müssen wir ganz dringend ausprobieren. Auf! Zu einem Ort, wo man... Da ist eine Truhe. Wie komme ich da hin? Komme ich da ran? Warte mal. Nee, hier komme ich nicht weiter hoch. Zum Glück gibt es keinen Fallschaden. Ja, scheiße, ne? Ja, da brauchen wir, glaube ich, einen Triple Jump. Anders sehe ich das jetzt nicht gerade. Auf die Schnelle. Ich will aber ja auch unbedingt... wieder unbedingt zurück und den Händler ausrüsten. Das klingt nämlich wirklich sehr, sehr nice. Also wenn ich dann Raben mit dabei habe, der die ganze Zeit Gegner für mich angreift, ist natürlich die Frage, wie viel Damage macht der. Aber ich will es auf jeden Fall auswählen. So, siehst. Warum ist die da unten wieder da? Die habe ich doch eben kaputt gehauen. Na gut, okay. Ich nehme das mal so hin. Lass mal gucken, dann würde ich nämlich sagen, wir packen den Klippendorfung weg. Nehmen dafür den Händler. Ah ja, warte mal, der hat 50 Anwendungen. Wir testen das mal. Das ist ja Luxus pur. Wie lange bleibt der? Ja, okay, er bewegt sich aber auch ein bisschen mit mir. Das heißt, wenn ich blöd springe... Ist der jetzt unbegrenzt? Ja, er trifft aber auch nicht so gut. Also er muss dringend noch ein bisschen an der Trefferquote arbeiten. Aber der können wir wahrscheinlich, wenn wir den aufdüseln. Weiß ich nicht, dass der schneller angreift oder irgendwie mehr Schaden macht. Lass mal gucken. Da gibt es auch bestimmt was. Und Ratiofarm. Gute Preise. Gute Besserung. Verstärkung. Angriff. Ja, okay, macht zumindest mehr Schaden. Würde ich sagen, ist ein No-Brainer, oder? Ah. Was sehen Sie da unten rechts? Kostet 10. Ich habe 7. Haben wir alle gelernt. 10 ist größer als 7. Ist also nicht. Schade, Schokolade. Aber dann würde ich sagen, wir speichern. Und es ist auch bei einem Blick auf den Tacho ein ganz fantastischer Moment, um die zweite Folge Ender Lilies zu Ende kommen zu lassen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt mit unserem Rabenfreund. Ich will auf jeden Fall... Ich mag das. Ich mag so Minion-Bild-Sachen. Ich mag das, Dinge zu beschwören und die hauen dann für mich alles kaputt. Nächste Folge geht's weiter. Da wollen wir mal schauen, was dieses Dorf sonst noch so zu bieten hat und was generell hier abgeht. Macht's gut. Wir sehen uns.